Also dann starte ich, das Ding läuft, na? Na gut. Na, das heiße Wasser habe ich vergessen. Ah, scheiße. Das habe ich da extra gekocht. Jetzt kommt die Beschwerde von unten, das jetzt laut sind. Was auch verständlich wäre. Könnte so langsam dann schon sein, ja, aber ist schon cool. Ist ja jetzt nur jede Woche ab jetzt. Scheiße, okay, ich meine, also. Etwas kifft, aber haben wir bloß Schlafentzug. Gut, also. 2:07 Uhr. Wir schreiben die Uhrzeit 2:07 Uhr, oder? Und wir sind immer noch hier geblieben. Okay, machen wir. Also, bist du bereit? Ja. 1, 2, 3. Wir schreiben die Uhrzeit. 2:07 Uhr. Aber. Wir sind noch hier geblieben. Genau. Und damit ab ins Video. Jo. Na, also kommen wir zum Hauptding. Also erstmal. Der Akku ist bald leer, deswegen müssen wir schnell machen. Genau, Zeitmanagement mal wieder. Aber ich krempel gleich mal die Ärmel hoch, weil ich weiß, hier geht es jetzt gleich ordentlich zur Sache. Das kann ich dir sagen, Marcoxy. Und damit möchte ich auch gleich unseren Gast wieder mal vorstellen, der Marcoxy. Mittlerweile auf dem Kanal ja wohl weltbekannt. Jetzt heiße ich Muckicoxy. Mucki Coxy, genau, von den IG Metal Rocker. Von den IG Metal Mucklers. Ne? Mucklers, genau, Mucklers. Von den Muckels. Muckis. Oder Muckis. Na gut, also auf jeden Fall, wir haben die My Couchbox, haben wir ja angeboxt. Und heute testen wir aus dieser My Couchbox einmal, irgendwie ist schon draußen gelandet. Cola. Die Cola Rebell. Ist auch sehr rebellisch, passt zu den IG Metal Rocklern. Genau, aus Hamburg. Ne? Mein Kiez, meine Stadt sind sie da. Ja, also auf jeden Fall ist Wahrzeichen von dem, halt das Stadtwappen. Definitiv. Auch. Ja, weiß nicht, ob das was mit Hamburg zu tun hat. Ja, bestimmt. Und wir haben ja schon mehreres getestet. Wir haben die Salzchips getestet, waren eher ein bisschen trocken und scheiße. Die Rice-Cracker haben wir noch nicht probiert. Aber was wir jetzt hier in diesem Video, der Rest ist eigentlich scheißegal. Das war zu laut. Die Cashewkerne, die möchten wir jetzt noch ausprobieren. Genau. Und mit den Cola Rebellen. Aber Blanco ist das Ganze natürlich nicht ganz interessant. Wir werden es zuerst einmal Blanco probieren, haben dann aber noch ein paar Testobjekte wie Maggi. Ein wenig Tabasco-Soße und Bio-Zitronensäure. Zitronello. Ja, Zitronello, so als Versuchsobjekt. Aber übrigens, Zitronello, das macht dann diese Erwähnung 5,90 Euro. Mindestens. Ja. Ah, 590, ich habe noch eine 0 vergessen. Ja, du hast die 0 vergessen. Also 5,90, da ja. Gehe ich nicht einmal mehr auf den Strich. Ja, das sind Schleuderpreise, ne? Das gefällt Sabrina nicht mit dem Strich. Ja, ich habe den Strich gemeint, also zum Zeichnen. Also, ja, den Strich von Hamburg. Übrigens, nein, wir sind nicht bekifft, wir haben noch Schlafmangel, das hat dieselbe Wirkung offensichtlich. Gut so. Also den Cola-Rebellen, die riechen wie die Haribo Cola-Flasche. Ja. Das riecht immer wie irgend so ein Salzstein oder so. Also, also sie sehen ganz normal so viereckig aus. Ja, wie Bonbons halt aussehen. Also das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders. Die Cashewkerne sehen aus wie Cashewkerne. Ich werde jetzt auch eins Blanco essen. Ja, die sind geil, aber die sind nicht scharf. Ja. Naja, die sind ja mit Chili. Genau. Ist nix. Ja. Jetzt können wir natürlich noch den Sketch von Dieter Hallervorden mitspielen. Okay. Ist nix, ist gar nicht scharf. Auf einmal läuft hier der Sapper runter, die Brille schlägt an, er speit Feuer. Ja, also Feuerfeind kann ich als Effekt einbauen, aber mehr auch nicht.
Ungefähr. Das kommt vielleicht echt gut. Okay. Also im Nachgeschmack ein Ticken. Ja, so eine minimale Würze. So, so ganz kleine Dosis. Aber ich denke, da kommt unsere Tabasco-Soße nicht dran. Aber bevor wir das machen, müssen wir halt die Cola-Dinger. Oh ja, 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 das ist. Müssen das ja jetzt noch neutral testen. Was es schon nicht mehr ist. Eigentlich ist es kacke, dass wir ein ganzes Bombo jetzt 5 Minuten brauchen, um das zu essen. Also, um die Wartezeit zu überbrücken, diesen Cola-Rebell werden wir in heißes Wasser, was wir hier vor uns haben, einmal auflösen. So, also das seht ihr ja gar nicht. Also hier die Tasse habe ich jetzt gerade einen Cola-Rebell reingetan, falls man es irgendwie erkennen kann. Hier drin liegt dieses Würfelchen, genau. Und da tue ich jetzt heißes Wasser rein, extra vorgekocht. Also ich weiß nicht, ob das so die gewünschte Wirkung erzielt. Es wird einfach nur ein Tee mit Cola-Geschmack. Wahrscheinlich. So. Das kochende Wasser sollen wir jetzt trinken. Ja, nee, das dauert jetzt. Hey, das sieht aus wie ein Goldstück. Das sieht echt gut aus, ne? Wie so ein goldenes Bonbon. Wir sind reich. Also ich würde sagen, das testen wir als allerletztes. So lange darf es nämlich hier drin garen. Garen. Ja. Okay, alles klar. Wir haben uns halt kein Wasser. Das ist noch viel härter. Wir haben uns nichts vorbereitet für den Notfall, dass wir ganz schnell was trinken müssen. Oder so. Ja, ich habe nur das hier. Das ist ein Schluck, das kannst du Haare waschen. Ne? Ja. Okay, aber Spuckschüsseln haben wir. Mit. Schöne Bonbon lutsche ich nachher weiter. Da kann ich das da reinspucken. Ja, mach ich auch. Synchron. So. Jo, Löffel von McDonald's, von meinen 4 McSundays, die ich nur mit einem Löffel gegessen habe. Video auf Snapchat, falls ihr uns da nicht folgt. Ach du Scheiße. Nein. Aber wir haben Snapchat, das Abinami unten wird es eingeblendet. Okay, ich würde jetzt einfach sagen. Wir hauen da Chili rein, oder? Ja, machen wir zuerst. Ah nein, da, ja genau. Was? Nee, ich würde vielleicht sagen zuerst, was soll man sagen, mit Zitrone? Oder für was ist die Zitrone also die gedacht? Tät ich mit allen. Außer heißem Wasser, weil es macht keinen Sinn. Benissen. Ja. Also, wie soll das jetzt gehen? Ich habe gedacht, wir picken uns mit unserem Löffel ein Cashewkern aus dieser Box raus. Also ach so. So ungefähr. Ja, sieht man vielleicht gar nicht. Und dann tun wir, weil Cashewkerne ohne Maggi schmeckt es gar nicht. Oder ohne Zitronensaft. Ja, wir müssen alles, also die Reihenfolge ist egal. Ja, das ist auf jeden Fall, aber in meinem Fall ist halt Zitronensaft. Also ich muss echt dazu sagen, ich mag Maggi überhaupt nicht. Ich auch nicht, also es gibt ja Leute, die sollen das auf hart gekochte Eier essen, geht gar nicht. Es geht echt, also ich mag Maggi echt überhaupt nicht. Weißt du, was ich heute in der Pause bei uns gesehen habe? Weißwurst mit Marmelade, das war schon den Sender rausgehauen, Mensch. Ja, aber das geht ja gerade noch so, aber das... Also mich ekelt's gerade echt. Boah, der Nagel. Scheiße. Aber ich trau's doch gerade echt nicht. Ey. Ich hab keinen Bock drauf. Also als erstes denkst du, schmeckt fein, aber dann, boah. Du hast eigentlich voll gut gemacht. Zuerst so das leichte Zitronensäure ist jetzt ja nicht schlimm. Ja, Tabasco kommt das, zum Schluss. Also. Ja, aber ich mache jetzt... Was Deftiges macht dann diese Zitronensäure und dann zum Schluss Tabasco. Das ist voll dämlich eigentlich. Ich warte jetzt mit Maggi, bis du auch so weit bist. Ich mag auch Tabasco, mag ich auch überhaupt nicht. Allgemein scharfes ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Also, cheers. Voll Schinger schon. Aber das ist besser als hier die Zitronensäure. Nee, kann ich noch sagen. Also ist besser, verträgt sie irgendwie besser. Maggi und diese Cashew Chili-Light-Dings. Boah. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin noch stolz auf mich, dass ich noch nicht brechen musste. Hey, das schmeckt geil, ich muss nochmal. Ja, hau rein. Wir haben ja die ganze Packung. Ja.
Ich soll nur schauen, dass nichts auf meinen Cola-Bonbon tropft. Weil das will ich nicht haben. Okay. Dann probiere ich mal das Zitronending. Ja, morgen beide dünnfilm. Okay. Wäre echt nicht schlecht. Oh! 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 Das ist echt nicht schlecht. Okay. Krass. Also schmeckt echt scheiße. Also was schmeckt besser? Hm, oder? Hm? Nix gibt's nicht. Das, ja, Maggi. Passt schon wie er. Ich mag Maggi nicht, aber in dem Fall passt schon. Also das war jetzt richtig bitter, es war enorm bitter. Richtig ekelhaft. Also das war echt krass, muss ich ehrlich sagen. Das wurde schon immer genascht. Gib's zu. Ich find's halt schon geil, das Tabasco, ich hoffe echt, dass es nicht abgelaufen ist. Aber hier steht ja bis 2019 haltbar. Bloß ich weiß nicht, wie lange man es offen lassen kann. Nein, weißt du, es geht nur um den Geruch dieser so, Stärke. Ja. Gut, Tabasco-Geruch, gell. Ich weiß nicht, Stärke, hier steht ja nichts drauf. Also normalerweise haben die 1500 oder 2000, da steht doch was. Da an der Seite. Ja. Ja, es wird das Standardding, das wird jetzt nicht ja, so übertrieben sein. Das, also pur in so einer Löffelspitze, also es hat schon ordentlich Würze und ist schon ein bisschen scharf, aber es ist nicht so, dass du jetzt literweise Wasser oder Milch trinken musst, um dies zu kompensieren. So ist es ja gut, nicht. Du kennst nicht mich. Also ja, bei dir ist vielleicht wieder ein bisschen anders, aber... Ich vertrage scharf nur ganz, ganz, ganz minimal. Also ein Tropfen, zwei, wie viel soll ich drauf machen? Fünf. Vier. Nicht okay. Mehr. Also ich finde hier ja wirklich nichts. Dosierung tröpfchenweise. Achso, ich hätte jetzt die ganze Ding. Also ich hau mal rein, ne? Naja. Also... Ja, also Zunge brennt, hat eine Würze, definitiv. Also du hast Bier gemacht. Mhm. Zunge brennt. Also ganz ehrlich, ich zwei. Das macht keinen Unterschied, ob du jetzt vier oder zwei machst, weil die Schärfe ist trotzdem da. Das denke ich mir auch. Also ich denke, wenn das jetzt direkt auf meiner Zunge dann landet, ist es scheißegal, ob das jetzt ein Tropfen oder fünf Tropfen sind. Klar, die Menge macht es dann schon mit der Zeit, aber wenn es direkt auf der Zunge landet, ich mache auch vier. Mhm. Also eins. Oh, der Akku blinkt schon wieder. Drei. Das gefällt mir nicht. Vier, mir wird das hier nicht gefallen. Halt, Moment, ich will hier einmal Tabasco und Maggi. Oh, er experimentiert auch. Also, das sind die ganz harten Gesorte. Also, das will ich jetzt nicht mehr. Also nee, Experimente mache ich sehr wahrscheinlich nicht. Wir machen schon längst Experimente. Ja. So, aber das reicht jetzt zum also, Experimentieren. Dann aufs Wohl, cheers. Das ist schon ekelhaft. Also zwei Geschmäcker im Mund, ein Löffel ist leer. Hm. Ja. Muss jetzt nicht sein, oh, das nimmt Konsistenz an. Oh ja, ne, so eine gewisse Schärfe. Also, ja, da hast du ja mit uns ja auch dieses Popcorn-Chili mal gemacht. Oh ja. Das war okay. Also war jetzt auch nicht arg viel schärfer wie jetzt dieses Tabasco hier, würde ich jetzt sagen. Oh doch, also das ist schon viermal stärker als das, was wir da gegessen haben. Also ja. Im Hinterkopf habe ich die Popcorn fast sogar einen Ticken schärfer. Also. Oder was haben wir noch Scharfes hier ausprobiert, weiß gar nicht. Diese Wasabi-Dinger. Ja, die habe ich ausgespuckt. Die habe ich ausgespuckt, da bin ich stolz drauf. Also ganz ehrlich, trinken können wir das jetzt noch nicht, das ist noch zu heiß. Also. Ja, das ist ja die Schwierigkeit. Ja, hier oben. Das Bombo da drin, ja, das macht nichts. Auf Ex, das heiße Wasser. Scharf und heiß, weißt du, was das heißt, Mensch? Nee, ich. Da muss man nicht viel experimentieren, um das zu wissen. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht, wahrscheinlich eher nicht. Das Bombo hat sich jetzt noch nicht ganz aufgelöst, aber es löst sich definitiv auf. Gut, oder? Ja, nee. Heiß. Das ist gar nicht warm.
Also lauwarm, ja, aber nicht so. Was Wärme, Kälteempfindung, Störungen, also schon. Ja, es ist wie ein warmer Tee, wo man trinkt. Aber Wärme und Schärfe, das ist heftig. Ja. Also nicht zu unterschätzen. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, es schmeckt jetzt für mich wie ein warmes Wasser. Ja, mit so ein bisschen, so 0,001% Coca-Cola-Geschmack. Ja, ja. Also man schmeckt wirklich fast nichts raus und wenn, dann ist halt so ein bisschen Cola, den Cola-Duft, ja, der Duft, ja. Muss man jetzt auch nicht leer trinken, ist nichts Besonderes. Sehr nee, Wasser. Ja, ja. Ich würde sagen, abschließend machen wir noch was Nettes. Oh, weia. Nimmt jeder noch ein Bonbon? Wozu? Ja, da muss schon das nehmen. Muss frisch sein. Okay, also gut. Ist Bedingung. Und tut sich ein bisschen Maggi drauf. Nein. Weil Cola und Maggi, das ist Sacki. Also, 2 Tropfen Maggi. Und na, das ist so ein Scheiß, ey. Was mache ich hier überhaupt um 2.22 Uhr hier? Was? In 5 schon wieder 13 Minuten? Ja, 2.22 Uhr. Das ist doch okay. Gesponnen, ist das. Kein Wunder, dass der Akku schon wieder leer ist. Also, komm rein, du Scheiß hier. Cheers. Boah, bleib für Teufel. Schmeckt sehr gut. Ich trinke nie. Schmeckt nicht gut. Was erwartest du? Für Teufel, Mensch. Boah. Wie gut. Boah. Okay. Also, es war eine Schnapsidee. Boah. Also, das ist richtig eklig. Aber für euch, denke ich, ganz lustig. Vielleicht. Für uns auch. Also musste keiner brechen. Gutes Fazit, würde ich mal sagen. Jo, falls wir doch noch irgendwas sehen sollten an Flüssigkeiten auf dem Tisch, werden wir das natürlich auch noch filmen. Ansonsten. Ja, war es das, bevor der Akku leer ist? Ja. Schaut mal bei IG Metal Rock vorbei. Oder bei Dosa Prinami, je nachdem, wo das Video kommt. Und ansonsten. Wünschen wir euch eine gute Nacht. Abonnieren. Kommentieren. Liken, wenn es gefallen hat. Und wenn nicht, disliken. Das hilft auch für die YouTube-SEO-Suche. Also, wenn ihr uns nicht unterstützen wollt, dann schaut am besten das Video nicht. Denn ob ihr das Video jetzt schaut, disliked, das hilft uns alles, in dem YouTube-Algorithmus nach vorne zu schreiten. Aber wir hoffen natürlich, dass es gefallen hat und ihr einen Daumen nach oben gebt. Das war's für dieses Video. Tschüss. Kaum ist Video rum, weg mit dem Bonbon. Also das war schon echt eklig. Also es war ja das Bonbon an für sich ja nicht das Eierbus, das oben drauf. Das war eigentlich pures Maggi, was wir jetzt gerade hier gegessen. Ja, aber in Kombination ist schon sehr kacke. Ne? Ja, ja, kacke nicht. Pipi. Gut. Ja. Gute Pipi. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir sonst hätten machen können. Fällt eigentlich echt nicht sein. Also diese Reißchips, aber pur. Die wollte ich mal probieren. Bio, oder? Sieht mal so bio aus. Gelb ist so dieses Grüne. Riecht auch bio. Schmeckt auch bio. Es ist bio. Ja. Wow. Ach, geht. Aus Thailand. Mhm. Ich sehe jetzt, das, was wir hier alles haben, kommt bestimmt in den Abspann. Sehr wahrscheinlich als Outtake, ja. Ja, Outtake. Also die Reiskräcker, nicht mein Fall, ich mag schlechte. Die Dinger, die kannst du leicht ablutschen, wegen dem Pulvergeschmack, wo da drauf ist, und den Rest wegkicken. Oh, je, je. Willst du noch Haar? Was? Nee, ja, das darfst du nicht. Fisch. Richtiger Schluss für einen Outtake.
Ja, finde ich auch. Wir haben 20 Minuten gefilmt. Genieß den Foodporn hier. Richtig nice. Oh, yeah. Geh aus, du scheiße Akku!